EA Pop Productions. EA Pop Productions liest Theodor Storm. Pole Poppenspäler. Heute Kapitel 8. Endlich war der Tag der Aufführung festgesetzt. Es sollte alles möglichst reputierlich vor sich gehen. Nicht auf dem Schützenhofe, sondern auf dem Rathaussaale, wo auch die Primaner um Michaelis ihre Redeübungen hielten, sollte jetzt der Schauplatz sein. Und als am Sonnabendnachmittage unsere guten Bürger ihr frisches Wochenblättchen auseinanderfalteten, sprang ihnen in breiten Lettern die Anzeige in die Augen: Morgen, Sonntagabend, 7 Uhr auf dem Rathaussaale, Marionettentheater des Mechanikus Josef Tendler hieß selbst. Die schöne Susanna. Schauspiel mit Gesang in 4 Aufzügen. Es war aber damals in unserer Stadt nicht mehr die harmlose, schaulustige Jugend aus meinen Kinderjahren. Die Zeiten des Kosakenwinters lagen dazwischen und namentlich war unter den Handwerkslehrlingen eine arge Zügellosigkeit eingerissen. Die früheren Liebhaber unter den Honoratioren aber hatten ihre Gedanken jetzt auf andere Dinge. Dennoch wäre vielleicht alles gut gegangen, wenn nur der schwarze Schmidt und seine Jungen nicht gewesen wären. Ich fragte Paul, wer das sei, denn ich hatte niemals von einem solchen Menschen in unserer Stadt gehört. »Das glaube ich wohl«, erwiderte er. »Der schwarze Schmidt ist schon vor Jahren im Armenhaus verstorben. Damals aber war er Meister gleich mir. Nicht ungeschickt, aber liederlich in seiner Arbeit wie im Leben. Der sparsame Verdienst des Tages wurde abends in Trunk und Kartenspiel vertan. Schon gegen meinen Vater hatte er einen Hass gehabt. Nicht allein, weil dessen Kundschaft die seinige bei weitem überstieg, sondern schon aus der Jugend her, wo er dessen Nebenlehrling gewesen und wegen eines schlechten Streiches gegen ihn vom Meister fortgejagt worden war. Seit dem Sommer hatte er Gelegenheit gefunden, diese Abneigung in erhöhtem Maße auch auf mich auszudehnen, denn bei der damals hier neu errichteten Kartonfabrik war, trotz seiner eifrigen Bemühungen um dieselbe, die Arbeit an den Maschinen allein mir übertragen worden. Infolgedessen er und seine beiden Söhne, die bei dem Vater in Arbeit standen und diesen an wüsten Treiben womöglich überboten, schon nicht verfehlt hatten, mir ihren Verdruss durch allerlei Neckereien kundzugeben. Ich hatte indessen jetzt keine Gedanken an diese Menschen. So war der Abend der Aufführung herangekommen. Ich hatte noch an meinen Büchern zu ordnen und habe, was geschah, erst später durch meine Frau und Heinrich erfahren, welche zugleich mit ihrem Vater nach dem Rathaussaale gingen. Der erste Platz dort war fast gar nicht, der zweite nur mäßig besetzt gewesen. Auf der Galerie aber hatte es Kopf an Kopf gestanden. Als man vor diesem Publikum das Spiel begonnen, war anfänglich alles in der Ordnung vorgegangen. Die alte Lieschen hatte ihren Part fest und ohne Anstoß hingeredet. Dann aber kam das unglückselige Lied. Sie bemühte sich vergeblich, ihrer Stimme einen zarten Klang zu geben, wie Vater Josef vorhin gesagt hatte. Sie grunzte wirklich in der Tiefe. Plötzlich rief eine Stimme von der Galerie: »Höger up, Kröpel-Lieschen, höger up!« Und als sie, diesem Rufe gehorsam, die unerreichbaren Diskanttöne zu erklettern strebte, da scholl ein rasendes Gelächter durch den Saal. Das Spiel auf der Bühne stockte, und zwischen den Kulissen heraus rief die bebende Stimme des alten Puppenspielers: »Meine Herrschaften, ich bitt gewogentlich um Ruhe!« Kasperl, den er eben an seinen Drähten in der Hand hielt und der mit der schönen Susanna eine Szene hatte, schlenkerte krampfhaft mit seiner kunstvollen Nase. Neues Gelächter war die Antwort. »Kasperl soll singen. Russisch. Ja, schöne Minka, ich muss scheiden. Hurra für Kasperl!« »Nichts doch. Kasperl, seine Tochter, soll singen.« »Jawohl, wischt euch ums Maul. Die ist die Frau Meisterin geworden. Die tut's halt nimmermehr.« So ging's noch eine Weile durcheinander. Auf einmal flog, in wohlgezieltem Wurfe, ein großer Pflasterstein auf die Bühne. Er hatte die Drähte des Kasperl getroffen. Die Figur entglitt der Hand ihres Meisters und fiel zu Boden. Vater Josef ließ sich nicht mehr halten. Trotz Lisseys Bitten hat er gleich darauf die Puppenbühne betreten. Dann ein Händeklatschen, Gelächter, Fußtrampeln empfing ihn, und es mag sich freilich seltsam genug präsentiert haben, wie der alte Mann, mit dem Kopf oben in den Soffitten, unter lebhaften Händearbeiten seinen gerechten Zorn in Luft zu machen suchte. Plötzlich, unter allem Tumult, fiel der Vorhang. Der alte Heinrich hatte ihn herabgelassen.
Mich hatte indes zu Hause bei meinen Büchern eine gewisse Unruhe befallen. Ich will nicht sagen, dass mir Unheil ahnte, aber es trieb mich dennoch fort, den meinigen nach. Als ich die Treppe zum Rathaussaal hinaufsteigen wollte, drängte eben die ganze Menge von oben mir entgegen. Alles schrie und lachte durcheinander. »Hurra! Kasper ist tot! Lott ist tot! Die Komödie ist zu end!« Als ich aufsah, erblickte ich die schwarzen Gesichter der Schmidtjungen über mir. Sie waren augenblicklich still und rannten an mir vorbei zur Türe hinaus. Ich aber hatte für mich jetzt die Gewissheit, wo die Quelle dieses Unfugs zu suchen war. Oben angekommen fand ich den Saal fast leer. Hinter der Bühne saß mein alter Schwiegervater wie gebrochen auf einem Stuhl und hielt mit beiden Händen sein Gesicht bedeckt. Lisey, die auf den Knien vor ihm lag, richtete sich, dass sie mich gewahrte, langsam auf. »Nun, Paul«, fragte sie, mich traurig ansehend, »hast du noch die Courage?« Aber sie musste wohl in meinen Augen gelesen haben, dass ich sie noch hatte, denn bevor ich noch antworten konnte, lag sie schon an meinem Hals. »Lass uns nur fest zusammenhalten, Paul«, sagte sie leise. »Und siehst du, damit und mit ehrlicher Arbeit sind wir durchgekommen.« Als wir am anderen Morgen aufgestanden waren, da fanden wir jenes Schimpfwort »Pole Poppenspäler«, denn ein Schimpfwort sollte es ja sein, mit Kreide auf unsere Haustür geschrieben. Ich aber habe es ruhig ausgewischt, und als es dann später noch ein paar Mal an öffentlichen Orten wieder lebendig wurde, da habe ich einen Trumpf draufgesetzt, und weil man wusste, dass ich nicht spaße, so ist es danach still geworden. Wer dir es jetzt gesagt hat, der wird nichts Böses damit gemeint haben. Ich will seinen Namen noch nicht wissen. Unser Vater Josef aber war seit jedem Abend nicht mehr der Alte. Vergebens zeigte ich ihm die unlautere Quelle jenes Unfugs und dass derselbe ja mehr gegen mich als gegen ihn gerichtet gewesen sei. Ohne unser Wissen hatte er bald darauf alle seine Marionetten auf eine öffentliche Auktion gegeben, wo sie zum Jubel der anwesenden Jungen und Trödelweiber um wenige Schillinge versteigert wurden. Er wollte sie niemals wiedersehen. Aber das Mittel dazu war schlecht gewählt, denn als die Frühlingssonne erst wieder in die Gassen schien, kam von den verkauften Puppen eine nach der anderen aus den dunklen Häusern an das Tageslicht. Hier saß ein Mädchen mit der heiligen Genoveva auf der Haustürschwelle. Dort ließ ein Junge den Dr. Faust auf seinem schwarzen Kater reiten. In einem Garten in der Nähe des Schützenhofs hing eines Tages der Pfalzgraf Siegfried neben dem höllischen Sperling als Vogelscheuche in einem Kirschbaum. Unserem Vater tat die Entweihung seiner Lieblinge so weh, dass er zuletzt kaum noch Haus und Garten bei uns verlassen mochte. Ich sah es deutlich, dass dieser übereilte Verkauf an seinem Herzen nagte, und es gelang mir, die eine und die andere Puppe zurückzukaufen. Aber als ich sie ihm brachte, hatte er keine Freude daran. Das Ganze war ja überdies zerstört. Und seltsam. Trotz aller aufgewendeten Mühe konnte ich nicht erfahren, in welchem Winkel sich die wertvollste Figur von allen, der kunstreiche Kasperl, verborgen halte. Und was war ohne ihn die ganze Puppenwelt? Aber vor einem anderen, ernsteren Spiel sollte bald der Vorhang fallen. Ein altes Brustleiden war bei unserem Vater wieder aufgewacht. Sein Leben neigte sich augenscheinlich zu Ende. Geduldig und voll Dankbarkeit für jeden kleinen Liebesdienst lag er auf seinem Bette. »Ja, ja«, sagte er lächelnd und hob so heiter seine Augen gegen die Bretterdecke des Zimmers, als sähe er durch dieselbe schon in die ewigen Fernen des Jenseits. »Es ist schon richtig gewesen. Mit den Menschen habe ich nicht immer können fertig werden. Da droben mit den Engeln wird's halt besser gehen. Und auf alle Fälle, Lisey, ich find ja doch die Mutter dort.« Der gute kindliche Mann starb. Lisey und ich, wir haben ihn bitterlich vermisst. Auch der alte Heinrich, der ihm nach wenigen Jahren folgte, ging an seinen noch übrigen Sonntagnachmittagen umher, als wisse er mit sich selber nicht wohin, als wolle er zu einem, den er doch nicht finden könne. Den Sarg unseres Vaters bedeckten wir mit allen Blumen des von ihm selbst gepflegten Gartens. Schwer von Grenzen wurde er auf den Kirchhof hinausgetragen, wo unweit von der Umfassungsmauer das Grab bereitet war. Als man den Sarg hinabgelassen hatte, trat unser alter Propst an den Rand der Gruft und sprach ein Wort des Trostes und der Verheißung.
Er war meinen seligen Eltern stets ein treuer Freund und Rater gewesen. Ich war von ihm konfirmiert, Lise und ich von ihm getraut worden. Ringsum auf dem Kirchhofe war es schwarz von Menschen. Man schien von dem Begräbnisse des alten Puppenspielers noch ein ganz besonderes Schauspiel zu erwarten. Und etwas Besonderes geschah auch wirklich, aber es wurde nur von uns bemerkt, die wir der Gruft zunächst standen. Lise, die an meinem Arme mit hinausgegangen war, hatte eben krampfhaft meine Hand gefasst, als jetzt der alte Geistliche dem Brauche gemäß den bereitgestellten Spaten ergriff und die erste Erde auf den Sarg hinabwarf. Dumpf klang es aus der Gruft zurück. »Von der Erden bist du genommen«, erscholl jetzt das Wort des Priesters. Aber kaum war es gesprochen, als ich von der Umfassungsmauer her über die Köpfe der Menschen etwas auf uns zufliegen sah. Ich meinte erst, es sei ein großer Vogel, aber es senkte sich und fiel gerade in die Gruft hinein. Bei einem flüchtigen Umblick, denn ich stand etwas erhöht auf der aufgeworfenen Erde, hatte ich einen der Schmidtjungen sich hinter der Kirchhofmauer ducken und dann davonlaufen sehen, und ich wusste plötzlich, was geschehen war. Lise hatte einen Schrei an meiner Seite ausgestoßen. Unser alter Propst hatte wie unschlüssig den Spaten zum zweiten Wurfe in den Händen. Ein Blick in das Grab bestätigte meine Ahnung. Oben auf dem Sarge, zwischen den Blumen und der Erde, die zum Teil sie schon bedeckte, da hatte er sich hingesetzt, der alte Freund aus meiner Kinderzeit. Kasperl, der kleine, lustige Allerweltskerl. Aber er sah jetzt nicht mehr lustig aus. Seinen großen Nasenschnabel hatte er traurig auf die Brust gesenkt. Der eine Arm mit den kunstreichen Daumen war gegen den Himmel ausgestreckt. Als solle er verkünden, dass, nachdem alle Puppenspiele ausgespielt, da droben nun ein anderes Stück beginnen werde. Ich sah das alles nur auf einen Augenblick, denn schon warf der Propst die zweite Scholle in die Gruft. »Und zur Erde wieder sollst du werden!« Und wie es von dem Sarg hinabrollte, so fiel auch Kasperl aus seinen Blumen in die Tiefe und wurde von der Erde überdeckt. Dann, mit dem letzten Schaufelwurf, erklang die tröstliche Verheißung, »Und von der Erden sollst du auferstehen!« Als das Vater unser gesprochen war und die Menschen sich verlaufen hatten, trat der alte Propst zu uns, die wir noch immer in die Grube starrten. »Es hat eine Ruchlosigkeit sein sollen«, sagte er, indem er liebreich unsere Hände fasste. »Lasst es uns anders nehmen. In seiner Jugendzeit, wie ihr es mir erzähltet, hat der selige Mann die kleine Kunstfigur geschnitzt, und sie hat einst sein Eheglück begründet. Später, sein ganzes Leben lang, hat er durch sie, am Feierabend nach der Arbeit, gar manches Menschenherz erheitert, auch manches Gott und den Menschen wohlgefällige Wort der Wahrheit dem kleinen Narren in den Mund gelegt. Ich habe selbst der Sache einmal zugeschaut, da ihr noch beide Kinder wart. Lasst nur das kleine Werk seinem Meister folgen. Das stimmt gar wohl zu den Worten unserer heiligen Schrift. Und seid getrost, denn die Guten werden ruhen von ihrer Arbeit.« Und so geschah es. Still und friedlich gingen wir nach Hause. Den kunstreichen Kasperl aber, wie unseren guten Vater Josef, haben wir niemals wiedergesehen. »Alles das«, setzte nach einer Weile mein Freund hinzu, »hat uns manches weh bereitet, aber gestorben sind wir beiden jungen Leute nicht daran. Nicht lange nachher wurde unser Josef uns geboren, und wir hatten nun alles, was zu einem vollen Menschenglück gehört. An jene Vorgänge aber werde ich jetzt noch Jahr um Jahr durch den ältesten Sohn des schwarzen Schmidt erinnert. Er ist einer jener ewig wandernden Handwerksgesellen geworden, die, verlumpt und verkommen, ihr elendes Leben von den Geschenken fristen, die nach Zunftgebrauch auf ihre Ansprache die Handwerksmeister ihnen zu verabreichen haben. Auch an meinem Hause geht er nie vorbei.« Mein Freund schwieg und blickte vor sich in das Abendrot, das dort hinter den Bäumen des Kirchhofs stand. Ich aber hatte schon eine Zeit lang über der Gartenpforte, der wir uns jetzt wieder näherten, das freundliche Gesicht der Frau Paulsen nach uns ausblicken sehen. »Hab ich's nicht denkt«, rief sie, als wir nun zu ihr traten. »Was habt ihr wieder für ein langes abzuhandeln? Aber nun kommt ins Haus. Die Gottsgab steht auf dem Tisch. Der Hafenmeister ist auch schon da. Und ein Brief von Josef und der Altmeisterin. Aber was schaust mir denn so an, Bub?« Der Meister lächelte. »Ich hab ihm was verraten, Mutter.
Er will nur sehen, ob du auch richtig noch das kleine Puppenspieler Lisei bist. Ja, Freili, erwiderte sie, und ein Blick voll Liebe flog zu ihrem Mann hinüber. Schau nur richtig zu, Bub, und wenn du es nicht kannst finden, der da, der weiß es gar genau. Und der Meister legte schweigend seinen Arm um sie. Dann gingen wir ins Haus zur Feier ihres Hochzeitstages. Es waren prächtige Leute, der Paulsen und seine Puppenspieler Lisei. Dankeschön fürs Zuhören.